gerade eine kreative Pause. Was ist mit... Okay. So ein bisschen tot, ne? Da ist irgendjemand gerade gestorben. Nee, der war schon von Anfang an da. Ach so, okay. Ah, ein Rettungssignal. Leuchtpistole. Do your thing! Do. What the fuck? Zwei fehlen uns noch, zwei Splitter. Wissenschaftler. Nee? Suicide! Waschmaschine! Wetterfrosch! Nee, irgendwie nicht. Was will sie denn? Wenn jemand das Wetter ändern könnte, könnte ich die schwebende Burg finden. Eine Sonne? Oder nicht? No! Ich check's nicht. Wetter ändern. Wenn jemand das Wetter ändert. Wer soll denn das Wetter bitte ändern? Meteorologe. Meteorologe. Ich glaube, das ist das gleiche wie der Wetterfrosch. Der sieht genauso aus. Ja, wie soll ich das Wetter ändern, hä? Ja, Mac, Wettermaschine hatte ich doch schon eingegeben. Wettermaschine. Ich kann dir ein bisschen Wind. Guck, da kommt eine Waschmaschine. Und eine, Wetterstäbchen. Und eine Wetterfahne. Das hilft nicht. Nicht sonderlich. Ja, okay, lassen wir Mac nochmal darüber nachdenken, während wir die Quest erledigen. Hilft dem Leuchtturmwärter dabei, seinen Leuchtturm sicher durch den Sturm zu bringen. Okay. Eine dunkle Nacht der Flut. Start. Ja. Ach, da ist der Leuchtturm. Ah. Okay, da kommt ein Sturm, der die Insel überfluten wird. Die Frau des Leuchtturmwärters braucht etwas, in dem sie ihre Wertsachen aufbewahren kann. Ich will meinen Kopf nicht neu starten, danke. Safe. Der Safe schwebt davon. An den Heli. Tschüss. Wir bekommen in diesem Sturm keinen Empfang. Erschaffe etwas Langes und Dünnes, das unser Signal verstärkt. Lange, dünne Antenne. Stange. Okay, Antenne. So viel zu lang und dünn. Es schwebt auch weg. Und schwebt in der Luft weiter. Und okay, jetzt... Ah, ja. 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 Ja, ich verstehe. Genau. Mehr davon. Mac möchte Silberjodid verwenden für das Wetter ändern gleich. Lampe des Leuchtturms muss so lange über Wasser bleiben, bis die Flut zurückgeht, sonst läuft das Schiff auf. Der weiß ja wegen totaler Reflexion und so. Ja. Ich will da wieder hoch, danke. Ja, aber die Lampe ist doch über Wasser. Wo ist das Problem? I don't know where the problem is.
probiere es mit einem Objekt, das Wasser beseitigen kann. Ach, jetzt auf einmal. Wasser beseitigen. Staubsauger? Nein. Obwohl. Ich probiere es mal aus, aber danach ist er bestimmt nicht mehr zu gebrauchen. Oh, er ist nicht so ganz. Er ist in den Trog gefallen. Guck, kaputt. Geht nicht. Sorry. Wasser entfernen. Großer gelber Schwamm. Badezubehör. SpongeBob. Das hat funktioniert. Yay. So, jetzt haben wir wieder gutes Wetter. Und jetzt fliegt sie weg, weil sich das Wetter geändert hat. Das wissen wir noch nicht. Jetzt kommt ja erstmal ein Schiff. Das mir den Star Ride entgegenschweißt. Jawohl. Ich würde gern runter. Runter. Du hast übrigens ein Gummiboot auf dem Haus liegen. Silber Judith. Dann probieren wir das doch ganz mal. Das gibt's hier nicht, Mac. Es gibt Silber. Löwe, Löwe. Konnte man nicht irgendwie auch Salz in die Wolken streuen und dann. Nee. Nö. Wolkenkratzer, wollte man die Wolken wegkratzen? Ja, die Wolken kitzeln. Kennen Sie das nicht? Nee. Oh, wenn jemand das Wetter ändert, ja, das ist schön. Warte mal. Versuch Salpetersäure. Guck mal, eine schwebende Burg, die wolltest du doch. Hier, da. Schwebende Burg. Hui. Schwebende Burg, schwebende Burg, schwebende Burg, schwebende Burg, schwebende Burg. Nee, da halt nicht. Ja, immer so diese Frauen mit ihren Ansprüchen. Ich will die echte schwebende Burg. Okay, wir probieren gleich die Sturmwolke. Aber vorher will ich eigentlich noch gucken, was uns hier noch eigentlich fehlt. Weil uns fehlen ja noch zwei Splitter. Aber ich sehe nur den einen. Ja, jetzt siehst du die Burg besser, oder? Wenn es richtig schön bewölkt ist und regnet. Ja, natürlich. Da kann man sich mehr aufs Wesentliche konzentrieren. Okay, da ist auf jeden Fall die schwebende Burg. Oh Mann, danke Mac. Aber schwachsinnig. Ich werde jetzt Gesichter am Sturmwolke. Auf jeden Fall. Aber wo kriegen wir jetzt die letzte Quest her? Also eins fehlt ja noch. Gute Frage. Da muss ich echt mal gucken, weil ich meine, wenn ich die Quest habe und es nicht hinkriege, okay, dann darf man mich auslachen. Aber wenn ich die Quest erst gar nicht finde, dann. Naja. So, wir haben den Schwimmer gerettet. Nee, Wants to Diving. Was? Achso, doch, das war der erste, okay. Dann, Ach so, ja, das haben wir auch gemacht. Mit der singenden Sirene. Die Ölplattform haben wir gerettet. Dann das Wetter haben wir geändert. Ja, die Leuchtpistole hatten wir. Das mit dem Pirat hatten wir. Das mit dem Viking hatten wir.
Das mit der Stimmverstärkung hatten wir. Ernsthaft? So, was habe ich verpasst? Man kann da rein. Nee. Nee, ich will aber noch nicht rein. Visit the mechanic in the castle that he flew away to. You need something to... Das ist aber dann eine andere Welt. Das zählt doch dann eigentlich gar nicht mehr hierzu. Also ich würde sagen, das zählt nicht hierzu, oder? Keine Ahnung. Bis er jetzt ein Bilderbuch verließ. What the fuck? Wo ist der Typ, der hier hingeflogen ist? Ja, muss man erstmal finden, ne? Wo ist denn ganz hin? Ich hab keine Ahnung. Was zum Geier? Nimm das einfach mal mit. Ja, genau, es ist jetzt meins. Ganz einfach. Braucht keiner mehr. Ach so, dann kommen wir jetzt hier wieder raus. Das verstehe ich jetzt nicht. Das ist echt das Einzige, was uns fehlt. Nizza. Hä? Das raff ich nicht. Es muss ja anscheinend hier sein. Aber der ist nicht mehr da. Meine Kanone. Ja. Komm raus, dann schieße ich deinen Schlitten weg. Dann fliege. Das steht zumindest im Walkthrough, dass man eine Kanone dahin stellen soll. What the fuck? Vielleicht kommt der Splitter gleich angeflogen? Das verwirrt mich. Naja, gut, dann gehen wir jetzt in das Castle und, ja. Vielleicht. Vergnügen uns da mal ein bisschen. Kommt er ja. Was schreibt er? Mac will, dass wir nochmal zu der Burg gehen und dann die Special-Sicht anmachen. Du warst doch gerade schon da, oder nicht? Ja, aber ohne Special-Sicht. Aber da ist auch nichts. Nee, ich meine jetzt gerade eben. Ja, aber ich meinte, dass wir hier so hin sollen. Achso, und dann mit der Special-Sicht. Oh, da ist nichts. Da ist einfach nichts. Dann gehen wir also rein. Helfen wir direkt mal dem Typ hier. Hilf Hänsel und Gretel dabei, diese grausige Geschichte zu überleben. Oh Gott. Brot! Hast du schon mal den Film Hänsel und Gretel geguckt, den neuen? Den was? Den neuen Hänsel und Gretel Film. Die Hexenjäger? Ja. Oh, der ist geil gewesen. Oh ja, der war richtig gut. Da habe ich im Kino gesehen. Oh ja, der war richtig, ich will mit, richtig nice will mit Story. Noch, muss ich noch irgendwie auf DVD haben. Ah. So, Hänsel und Gretel sind da draußen auf Erkundungstour. Gib ihnen etwas, womit sie eine Spur hinterlassen können. Was geben wir denen denn mal? Kondome. Das machen die Leute auf den Spielplätzen auch immer so.
Unsere Spur ist verschwunden. Versuchen wir etwas anderes.